Unser Thema heute sind Quadratwurzeln. Manchmal sagt man auch einfach Wurzeln dazu, aber der fachlich korrekte Ausdruck sind Quadratwurzeln. Und als erstes stellt sich natürlich die Frage, was Quadratwurzeln überhaupt sind. Was soll also der Ausdruck Wurzel aus 9 zum Beispiel bedeuten? Und da definiert man, dass die Wurzel einer Zahl diejenige nicht negative Zahl sein soll, die mit sich selbst mal genommen die Zahl unter der Wurzel ergibt. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was die Wurzel aus 9 ist, suchen wir eine nicht negative Zahl, die mit sich selbst mal genommen 9 ergibt. Und dann wissen wir sofort, dass sowohl 3 als auch minus 3 mit sich selbst mal genommen, das heißt zum Quadrat genommen, jeweils 9 ergeben. Das heißt, als Wurzel von 9 kommen die Zahlen 3 und minus 3 in Frage. Da wir aber definiert haben, dass unsere Wurzel immer nicht negativ sein soll, kann unsere Wurzel nicht minus 3 sein. Also ist die Wurzel aus 9 3, weil 3 Quadrat 9 ergibt. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Gleichungen. Mit diesem Wissen können wir jetzt zum Beispiel auch die Wurzel aus, sagen wir, 36 ausrechnen. Wir suchen also eine nicht negative Zahl, die mit sich selbst mal genommen 36 ergibt. Und dann fällt uns schnell ein, dass 6 mit sich selbst mal genommen 36 ergibt. Und wir wissen sofort, die Wurzel aus 36 ist dann 6. Zwar ergibt auch minus 6 zum Quadrat 36, aber unsere Wurzel soll ja eine positive Zahl sein. Daraus lässt sich jetzt eine allgemeine Definition festhalten. Die Wurzel einer Zahl a ist dann b, wenn b mit sich selbst mal genommen a ergibt. Das ist unsere Definition der Quadratwurzel. Wobei wir natürlich noch festhalten müssen, dass wir jetzt anfänglich gesagt hatten, dass unsere Quadratwurzel, das heißt unsere Zahl b, niemals negativ sein darf, das heißt immer positiv oder null sein muss. Die Zahlen a und b in unserer Wurzelgleichung bekommen jetzt noch spezielle fachliche Namen. Und zwar die Zahl unter der Wurzel, das ist a, heißt immer Radikant. Und die Zahl b, das ist, wie wir bereits wissen, die Quadratwurzel, und die wird auch Wurzelwert genannt. Wir haben bereits festgestellt, dass wir die Wurzeln von bestimmten Zahlen einfach ausrechnen können. Nämlich dann, wenn unser Radikant, das heißt die Zahl unter unserer Wurzel, eine Quadratzahl ist. Wenn jetzt unser Radikant, das heißt die Zahl unter der Wurzel, keine Quadratzahl ist, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Nehmen wir zum Beispiel an, wir möchten gerne die Wurzel aus 12 ausrechnen. Die kennen wir jetzt noch nicht. Wir kennen nämlich keine Zahl, die mit sich selbst mal genommen 12 ergibt. Wir wissen, dass 3 mit sich selbst mal genommen 9 ergibt. Und das ist kleiner als 12. Und wir wissen, dass 4 mit sich selbst mal genommen 16 ergibt. Das ist größer als 12. Und daraus können wir dann schließen, dass unsere gesuchte Zahl x irgendwo zwischen 3 und 4 liegen muss. Das können wir aber nicht einfach so ausrechnen. Dabei hilft uns dann der Taschenrechner. Und wenn wir das mit dem Taschenrechner ausrechnen, dann erhalten wir, dass x ungefähr 3,464 ist. Aber sobald die Zahl unter der Wurzel keine Quadratzahl mehr ist, kann man das nicht mehr einfach so ausrechnen, dann brauchen wir einen Taschenrechner. Was passiert nun, wenn die Zahl unter der Wurzel negativ ist? Sagen wir möchten gerne die Wurzel aus minus 25 ausrechnen. Und denken wir uns mal, das wäre möglich und das wäre wieder x. Dann sagt uns ja unsere obige Definition, dass dann das Quadrat meiner Zahl x minus 25 ergeben muss. Welche Zahl ergibt aber jetzt mit sich selbst mal genommen minus 25?
Wäre x eine positive Zahl? Das Quadrat einer positiven Zahl ist auch positiv, kommt also nicht in Frage. Wenn x 0 ist, dann ist das Quadrat von 0 ebenfalls 0, stimmt auch nicht. Ist x eine negative Zahl, dann ist das Quadrat dieser negativen Zahl aber wieder positiv, weil Minus mal Minus Plus ergibt. Das heißt, diese Gleichung hier ist niemals lösbar, da das Quadrat einer jeden Zahl immer positiv ist. Das heißt, der Radikant einer Quadratwurzel muss immer positiv oder 0 sein. Sonst ist die Gleichung nicht lösbar. So viel zur Definition der Quadratwurzel. Bis zum nächsten Mal.